Hallo, willkommen im Vortrag Salzsee Best 2013 zum nächsten Programmpunkt. Arbeiten mit Jugendlichen. Sehr interessant. Wir werden zwei Punkte haben, Arbeiten mit Jugendlichen. Hier ist jetzt der erste. Herr Andreas Schneditz von Wien Extra. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Ich werde so den ersten Teil dieses Schwerpunkts Arbeit mit Jugendlichen bestreiten. Ich arbeite persönlich im Verein Wien Extra, im der Wien Extra Jugendinfo. Die Wien Extra Jugendinfo ist eine Service- und Informationseinrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene. Das Schwerpunkt- oder Zielpublikum sind bei uns Leute so zwischen 13 und 26 Jahren. Eingebettet ist die Wien Extra Jugendinfo in diesen großen Verein Wien Extra. Das ist neben dem Verein für Wiener Jugendzentren der größte Player in Wien. Und hier sind mehrere Einrichtungen vertreten. Also außer der Jugendinfo, die Kinderinfo, die vielleicht der eine oder andere von Ihnen, die eine oder andere von Ihnen kennt, im Museumsquartier, das Medienzentrum, wo junge Leute sich Equipment ausborgen können, wenn sie einen Film machen wollen, wenn sie ein Tonfeature gestalten wollen und so weiter. Das Kino Cinemagic, das jetzt vor kurzem vom Karlsplatz in die Wiener Urania gewechselt ist. Und das Institut für Freizeitpädagogik, das natürlich sehr interessant ist für Multiplikatorinnen, die mit Jugendlichen arbeiten, mit einer großen Bibliothek und mit einer ganz großen Zahl an Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Leute, die mit Jugendlichen arbeiten, darunter auch sehr bekannt die Jugendbetreuerinnen-Ausbildung, mit der man die Möglichkeit hat, zum Beispiel mit einer nach einer Erstausbildung noch eine Zusatzausbildung zu machen, die es einem dann ermöglicht, in einem Wiener Jugendzentrum zu arbeiten. Der Verein Wien Extra ist finanziert von der Stadt Wien und ist drüber, das Dach ist quasi die MA 13. Ja, zurück zu meiner Tätigkeit in der Wien Extra Jugendinfo. Ich habe schon einmal einfließen lassen, so dieses Phänomen erste Bildung, zweite Bildung. Es gibt viele Bildungswege und viele Wege zu einem Beruf. Also ich persönlich habe zum Beispiel als Erstausbildung nach einer Handelsausbildung, Handelsschule und einer Tätigkeit als Reisebüroassistent mir nach einigen Jahren gedacht, ich möchte etwas damals noch sehr offen formuliert, ich möchte etwas Sinnvolles machen und kam dann auf die Ausbildung zum Sozialarbeiter, also damals noch Akademie für Sozialarbeit und habe das im zweiten Bildungsweg, habe die Studienberechtigungsprüfung gemacht und dann die Akademie für Sozialarbeit in Wien. Und das war so mein Einstieg in die Sozialarbeit und habe dann in vielen Bereichen der Sozialarbeit gearbeitet, für den Verein Neustart, Bewährungshilfe zum Beispiel, mit Obdachlosen zum Beispiel, mit Beratung für Drogenabhängige, Parkbetreuung und so weiter und bin dann vor 7 Jahren in der Wien Extra Jugendinfo gelandet. Also das nur dazu, um zu illustrieren, Berufswege sind nicht immer sehr geradlinig wie Autobahnen, die sind oft auch verschlungen wie ein Weg durch einen Dschungelpfad oder Ähnliches. Und das soll Sie auch ermutigen, wenn Sie eine Erstausbildung haben, die vielleicht nichts zu tun hat mit Sozialarbeit. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man, wenn man spürt, einen Drang in einem Bereich zu arbeiten oder ein Interesse, es gibt immer Möglichkeiten, oder Weiterbildungs-Zweitausbildungen, die man machen kann, wie auch meine Kollegin schon für ihren Bereich ausgeführt hat.
Ja, dann zurück zur Wien Extra Jugendinfo. Wir machen keine aufsuchende oder begleitende Arbeit. Unser Schwerpunkt ist Beratung und Information. Damit verbunden ist, sage ich jetzt einmal, Informationsmanagement und Wissensmanagement. Wir haben in der Wien Extra Jugendinfo aber Leute mit sehr unterschiedlichen Ausbildungen. Also zentral ist schon immer eine Ausbildung, die mit Beratung zu tun hat oder eben Informationsmanagement. Ich gehe dann noch auf die einzelnen Bereiche ein. Vielleicht mache ich das gleich mit den einzelnen Bereichen, dann ist das besser illustriert. Wichtig ist für die Wien Extra Jugendinfo doch, dass wir eine sehr niedrigschwellige Beratung und Information anbieten. Das heißt, zu uns kann man, A, ist es kostenlos, B, ist es anonym und C, braucht man bei uns für ein Beratungs- oder Informationsgespräch keinen Termin. Wir haben 6 Tage die Woche geöffnet, Montag bis Samstag, das ist auch was zur Niedrigschwelligkeit. Und kurz zur Illustration, können bei uns natürlich Anfragen persönlich gestellt werden, sie können telefonisch gestellt werden, sie können per Mail gestellt werden. Und wir haben in der Jugendinfo auch ein Jugendforum, wo junge Leute anonym ihre Fragen zu egal welchem Thema stellen können. Also wir decken in der Jugendinfo wirklich alle Wissensbereiche ab, die junge Leute interessieren können. Und so, um das ein bisschen zahlenmäßig zu illustrieren, wir haben circa 120 Anfragen pro Tag und 300 Besucherinnen pro Tag. Sehr bekannt ist die Wien Extra Jugendinfo, vielleicht auch den einen anderen von Ihnen auch. Wir verkaufen Tickets für Konzerte, die sind ermäßigte Tickets für Jugendliche, das heißt, das sind Sonderpreise, dadurch ist die Jugendinfo auch sehr bekannt. Kurz zu den einzelnen Bereichen. Der erste Bereich, von dem ich erzählen möchte, ist die Beratung. Hier ist sicher einer der wichtigsten Bereiche die Berufsorientierung. Die Frage, was kann ich mit ab 14 machen, was gibt es für Ausbildungswege ab 14, zu Lehre, zu Berufen, für Jugendliche sehr interessant, Neben- oder Ferienjobs. Wir machen eigene Broschüren, wie diese zum Beispiel, Neben- und Ferienjobsuche. Oder hier unsere neueste Broschüre, pünktlich zur Best fertig geworden, viele Wege zum Beruf. Das ist eigentlich genau das Thema, über was ich hier auch spreche. Wichtiges Thema ist natürlich auch hier die Weiterbildung und der zweite Bildungsweg in der Beratung. Ein anderes Thema ist die soziale Gesundheit, also alle Themen rund um Soziales und Gesundheit. Das kann sein zum Thema Wohnen, von zu Hause ausziehen. Wie findet man seine erste Wohnung, zur Beziehung Sexualität? Alle Fragen rund um Beziehung Sexualität, erste Liebe etc. Zu Suchtfragen und allgemeine Gesundheitsfragen, wie zum Beispiel Essverhalten. Zu Themen wie Piercing und Tattoos haben wir auch eine eigene Broschüre, wird oft sehr gut nachgefragt. Dann haben wir eine Rechtsberatung. Eine Kollegin von mir ist Juristin, die halt zu allen Themen rund um Recht auch berät. Und ein großer Schwerpunkt bei uns ist auch Fragen zu Mobilität und Internationales. Das heißt, für viele Leute nach der Matura oder rund um die Matura, ich würde gern zum Beispiel ein Jahr ins Ausland gehen und in einem sozialen, ökologischen, kulturellen Bereich etwas machen. Ob das jetzt ein Schildkrötenprojekt in Indonesien ist oder ein Jugendzentrum in Italien. Das sind alles Fragen rund um dieses Thema. Oder Leute fragen, ich möchte gerne als Au-pair arbeiten in den USA oder in Neuseeland. Wie funktioniert das? Oder einen internationalen Schüleraustausch machen, ein College-Jahr machen oder ein Jahr im Ausland studieren.
Das wären solche Themen. Auch bei uns in der Jugendinfo ist das EU-Programm Jugend in Aktion. Da geht es um europäische Projekte, zum Beispiel den Europäischen Freiwilligendienst, was für viele junge Leute ab 18 eine tolle Möglichkeit ist, Erfahrungen im Ausland zu machen. Hier finanziert die Europäische Union ein Programm ein Jahr lang, übernimmt auch Reisekosten, Kost und Logis, und man hat ein Projekt, das man sich vorher aussucht im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich und kann das wirklich als wertvolle Erfahrung nehmen und ist das einzige Projekt in diesem Sinne, wo die Volontärin oder der Volontär keine eigenen Kosten hat. Ein wichtiger Bereich ist die Freizeitinformation und Stadtinformation. Es kommen ganz viele junge Touristinnen zu uns, wir sind auch in wahrscheinlich den meisten Reiseführern drin und stellen eine Frage, was kann ich in Wien machen, von wo ist das Mozarthaus bis wo, was kann man auf der Donauinsel machen, und haben natürlich auch für junge Wienerinnen ganz viele Infos, wo gibt es kostenlose oder günstige Angebote, was kann ich in Wien machen. Der letzte Bereich oder vorletzte Bereich ist noch die Soundbase, die Ticket, der Musikbereich, wo es immer Musikinformationen gibt, auch für junge Musikerinnen, wie kann ich meine erste CD produzieren oder wie kann ich eine Band gründen, wie sind die Rechte für Musikerinnen, kostenlose Auftrittsmöglichkeiten oder Equipment und eben dieser Ticketverkauf, der ja sehr bekannt ist. Und als letztes die mobile Info, das heißt, wir sind auch vertreten auf Messen und Ausstellungen, wie auch hier auf der Best. Was wir auch machen und was ein Teil unserer Tätigkeit ist, jetzt gehen in diesen Bereich, der Sie vielleicht noch mehr interessiert, als was wir alles in der Jugendinfo machen, dieser Mix aus Tätigkeiten. Also es ist keine klassische Sozialarbeit, es ist keine klassische sozialpädagogische Arbeit. Wir haben natürlich Kolleginnen, die als Grundausbildung eine Ausbildung in diesem Bereich haben. Wie zum Beispiel die FH für Sozialarbeit oder ein Kolleg für Sozialpädagogik oder diverse Beratungsausbildungen. Alle Kolleginnen haben natürlich Zusatzausbildungen. Das kann sein, zur Online-Beraterin, zum Online-Berater, zur Berufs- und Bildungsberaterin oder Schwerpunkt Webmanagement. Haben aber auch, also ein Kollege von mir ist ausgebildeter Historiker, hat später Zusatzausbildung gemacht, eine Theaterwissenschaftlerin, eine Juristin, eine Germanistin, also oft auch Ausbildungswege, die in erster Linie mal nichts mit oder wenig mit dieser Tätigkeit in der Wien Extra Jugendinfo zu tun haben. Um ein bisschen zu illustrieren, was wir genau machen, wie gesagt, wir sind eine Service-Informationseinrichtung und machen Information und Erstberatung. Hier noch einmal die Niederschwelligkeit ist für mich wichtig zu betonen, aber unsere Zielgruppen sind außer jungen Menschen, also Jugendlichen und jungen Erwachsenen, auch Eltern, andere Bezugspersonen und auch vor allem Multiplikatorinnen. Also um zu illustrieren, wie so eine Arbeit bei uns aussieht, das sind natürlich administrative Tätigkeiten, wie immer und überall. Es gibt Protokolle und Statistiken zu führen. Wir haben in der Jugendinfo eine Fülle an Materialien und Broschüren, die wir entweder selber produzieren. Also wir selber haben so an die 70 Produkte, von Broschüren bis Infoblättern, aber wir haben auch von allen Einrichtungen in Wien haben wir Unterlagen und die müssen natürlich auch bestellt werden, die müssen geschlichtet werden, die müssen hergerichtet werden und das ist auch ein Teil der Arbeit. Ja. Dann natürlich der Hauptteil ist die Arbeit mit Kundinnen und Kunden, die Face-to-Face-Beratung, also die klassische Beratung, die Telefonberatung, die Online-Beratung und das bedarf natürlich alles eigener Fähigkeiten und Weiterbildungen, um das auch gut zu machen. Ein Teil ist auch die redaktionelle Arbeit. Wie gesagt, wir verfassen eigene Broschüren und Infoblätter, wo wir dann natürlich recherchieren für Texte. Das heißt, das ist Infomanagement, da ist auch zu wissen, wie recherchiert man professionell.
Wir haben einen Webseitenauftritt natürlich und eine Facebook-Seite, wo wir News draufstellen, wo Infos drauf sind. Und hier haben wir natürlich unterschiedlichste Themen aufbereitet. Ein wichtiger Teil ist auch die Vernetzungsarbeit im sozialen Bereich. Wir sind in wichtigen Vernetzungsrunden zu den unterschiedlichen Themen drinnen, die es halt gibt. Und ein ganz wichtiger Bereich ist, wir bieten auch Workshops an für unterschiedliche Zielgruppen, die zu uns entweder in die Jugendinfo kommen oder wir gehen an Schulen, wo wir zum Beispiel für so die Altersgruppe 12 bis 14 Rechtsworkshops machen, die so 4 Stunden dauern und auch für um die Matura rum oder um 17, 18 rum einen Workshop, der heißt Nix wie weg, also da geht es, was kann man im Ausland machen, die sehr gut nachgefragt sind. Wir haben Kooperationen mit anderen Playern, wie zum Beispiel der EZ-Hilfe Wien, da haben wir momentan eine Kampagne, eine Plakatkampagne zum Thema Kondom laufen. Mir ist noch einmal wichtig zu diesem Bereich Arbeiten mit Jugendlichen, auch wenn es vielleicht banal klingt, es ist natürlich wichtig, dass wenn sie sich für diesen Bereich interessieren, dass sie eine Offenheit mitbringen, eine Affinität, sage ich jetzt einmal, zur Zielgruppe, dass sie sich für jugendliche Themen interessieren, dass sie entweder noch jung sind oder jung geblieben, dass sie, und das ist im Beratungsbereich natürlich auch ein Thema, dass Jugendliche, junge Erwachsene auch sehr schätzen, wenn da wer sitzt, der Erfahrung hat und sie berät. Es ist ein Bereich, Jugendkultur ändert sich sehr schnell, da ist auch ein Thema, dass man natürlich diesen Entwicklungen auch auf Augenhöhe begegnet. Und für uns ist das zum Beispiel ein Thema in der Beratung, was Online-Beratung betrifft, dass natürlich klassische Beratungsszenarien wie Foren sich verändern und dass es hier dann sehr schnell, schneller als in anderen Bereichen, denke ich mir, auch Beratungsszenarien braucht, die bei der Zielgruppe ankommen. Ja, das war schon mein Vortrag. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung. Wenn Sie jetzt keine Fragen haben, dann gerne nachher beim Infotisch. Sonst bedanke ich mich, aber ich lade auch dazu ein, dass Sie mich gleich befragen. Danke. Sehr herzlichen Dank, Herr Andreas Schneditz, für die Vorstellung von Wien Extra und für dieses ganz, ganz breite Feld der Jugendarbeit. Also etwas, das unglaublich stimulierend sein muss, nicht? Ja. Vielen Dank und Ihnen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.